Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Sassy. Heute gibt's Low Carb Peanut Butter Cups. Okay, nach dem Intro. Also meine Freunde, heute gibt's jetzt Peanut Butter Cups für die Schleckermäulchen unter euch. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Schlecker, ich muss jetzt unbedingt Schlecker machen. Da bin ich kein Fan von. Aber mein Hauptziel auf meinem Kanal ist, Menschen zu helfen. Und wenn die Leute von, ich esse den ganzen Tag nur Süßigkeiten, auf, ich mache jetzt Low Carb mit 1 Kilo Gemüse und so einem Quatschkram, nicht den Übergang finden, dann ist genau sowas gut, weil dann kann man lieber so eine Süßvariante mit dazwischen nehmen, die aber nicht so schädlich ist mit so viel Zucker und mit so viel Scheiß oder auch die Brot-Back-Geschichten mit Gluten und so weiter und so fort. Deswegen bin ich nicht ein Fan davon, aber es ist natürlich eine gute Variante, um von komplett Scheiße zu gesund und wenn ich ab und zu ein bisschen Scheiße brauche, ist die Scheiße nicht ganz so schlimm, zu, hey, ich brauche die Scheiße gar nicht mehr. Habe ich jetzt oft Scheiße gesagt? So, und deswegen auch gerade, wenn man jetzt sagt, hey, meine Kinder, die müssen aber wirklich vergiftet werden, okay? Weil Kinder müssen ja wachsen. Dann müssen sie ja Substanzen nehmen, die sie kaputt machen. Weil sie brauchen das ja zum Wachsen. Also wenn ihr wieder solche Stories hört, ey, gerade gestern wieder gehört, wo ich mir so denke, Alter, ey, das größte Volk von der Höhe her ist, oder mit das größte, sind die Maasai. Und das sind Jäger und Sammler und die essen fast keine Kohlenhydrate. Das heißt, dieser Irrglauben, zu denken, dass um zu wachsen, braucht man auch noch Zucker, auch noch Industriezucker. Boy, ey, heutzutage, das, ehrlich? So, wenn ihr sowas hört, dann sagt ihr, hä, wieso? Mach doch diese Peanut Butter Cupcakes. Okay, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann würdest du ihm ja auch nicht irgendwie einen Wodka hinstellen. Also wenn es der 3. Geburtstag ist oder 4. So, dann würdest du ja nicht sagen, hey, ich vergifte dich jetzt, weil du hast heute Geburtstag. Heute dürfen wir dich vergiften. Nein, dann mach eine Low Carb Variante. Mach diese Peanut Butter Dinger, okay? Okay, also starten wir jetzt gleich. Worum geht's? Was braucht ihr alles? Und zwar braucht ihr 200 Gramm dunkle Schokolade, ca. 80% Kakaoanteil. Dann 200 Gramm Peanut Butter, Crunchy oder normal. Ich hatte so eine Crunchy mit Chia und Leinsamen. Die gibt es hier in Dubai zu kaufen, hatte ich drin. Das war eigentlich ganz geil. Und 50 Gramm Whey Protein. Ich habe genau den genommen, den ich da genommen habe. Ich weiß, jetzt werden bestimmt wieder 20 Fragen kommen. Cecil, kann ich auch einen anderen nehmen? Das weiß Cecil nicht, weil Cecil hat es genau mit dem gemacht. Den verlinke ich auch unten, dass ihr ihn sehen könnt. Ich bin kein Fan von Proteinpulvern. Ich sage immer, ihr solltet lieber Proteine essen. Nochmal hier. Aber für dieses Süßigkeiten-Rezept ist hier halt einfach ein Proteinpulver mit drin. Also starten wir. Was wir machen, 120 Gramm Schokolade in eine Schüssel in der Mikrowelle schmelzen. Eine Muffinform mit Papierförmchen auskleiden und die Schokolade auf die Förmchen aufteilen. Jedes Förmchen einzeln in die Hand nehmen und kreisförmig schwenken, damit die Schokolade sich gut verteilt und auch am Rand haften bleibt. So lange kreisen, bis der Rand dick genug ist. Die Muffinform dann für 10 Minuten in das Gefrierfach stellen. Das mit dem Kreisen, wir kommen hinterher nochmal dazu, was ich vielleicht hätte ein bisschen besser machen sollen oder was man variieren kann. Das mit dem Kreisen ist nicht so leicht. Also ihr müsst gucken, dass die Schokolade nicht zu dick wird und dass sie trotzdem ja so gut umhüllt, das Ganze praktisch. Währenddessen in einer anderen Schüssel Erdnussbutter und das Proteinpulver vermischen. Die Cups aus dem Gefrierfach holen und jeden mit der Erdnussbutter-Mischung füllen. Nur so weit allerdings, dass noch ein paar Millimeter Schokoladenrand zu sehen ist. Form in den Kühlschrank stellen. Die restliche Schokolade schmelzen und die Form mit den Cups aus dem Kühlschrank holen. Die Schokolade über der Erdnussbutter verteilen. Die Cups nun für eine Stunde in den Kühlschrank kalt stellen. Und das war's eigentlich auch schon. Ich komme gleich zur Bewertung. Vom Aufwand her war das okay, es war gar nicht so anstrengend oder kompliziert oder so. Man muss halt nur warten, ne? Man muss einmal 10 Minuten warten, damit es erstmal abkühlt. Dann muss man nochmal eine Stunde reinstellen und so. Deswegen war es schon ein bisschen Zeitaufwand so, wo es wahrscheinlich auch von mir einen halben Punkt Abzug gibt. Aber ansonsten komme ich jetzt erstmal zur Bewertung, wie sie schmecken und wie sie vielleicht schmecken könnten, wenn ich einige Sachen noch verbessert hätte. Meine Bewertung für die Low Carb Peanut Butter Cups sind 6,5 Punkte. 6,5. Halber Punkt vielleicht abgezogen, weil es lange gedauert hat. Und weil man sie hätte noch viel besser machen können. Also, sie sind lecker, aber ihr könnt darum experimentieren. Ich habe sie das erste Mal gemacht. Ich glaube, die haben wirklich das Potenzial, eine 8 oder 9 zu bekommen vom Geschmack her. Was mir nicht geschmeckt hat, war, ich habe
zu dick die Schokolade ausgefüllt. Also auch drauf und so. Ihr müsst wirklich versuchen, die Schokolade sehr, sehr dünn zu bekommen. Wirklich sehr, sehr dünn zu bekommen. Und dann hätte es mir schon einmal besser geschmeckt, weil die Zartbitterschokolade ist für mich halt, ist halt zartbitter. War halt ein bisschen bitter. Und deswegen weniger Schokolade davon wäre auf jeden Fall für mich leckerer gewesen. Der zweite Punkt war, es war für mich nicht süß genug. So, ich hätte vielleicht entweder ein bisschen mehr Proteinpulver dazu mischen müssen oder ich hätte vielleicht so Stevia oder so ein bisschen noch dazu mischen müssen, dass es ein bisschen süßer ist. Wenn ihr auf süß steht, müsst ihr es wahrscheinlich süßer haben, aber viele stehen auch gar nicht auf süß. Für euch ist das dann von der Süße her perfekt, weil es war schon ein bisschen süß, aber halt nicht so wirklich süß. Und die dritte Sache zur Verbesserung war, die Konsistenz von der Peanut Butter ist halt, ihr kennt ja Peanut Butter, ist halt sehr, sehr hart oder sehr schmierig. Also da muss man lange drauf rumkauen und so. Und ich hätte es gerne so ein bisschen, ja, karamelliger gehabt. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich überlege, wie kriege ich die ein bisschen flüssiger, hätte ich vielleicht noch Butter mit reingetan. Also wenn ich Butter mit vermische, dann wäre es wahrscheinlich so ein bisschen flüssiger gewesen und wahrscheinlich noch geiler. Und ansonsten könnt ihr zum Beispiel auch so Backformen, ihr könnt ja, wenn ihr wirklich einen Kindergeburtstag habt, und ihr daran interessiert seid, nicht eure Kinder zu vergiften, dann könnt ihr natürlich auch diese Backform nehmen, die dann zum Beispiel so eine Eule haben oder irgendeine Figur oder keine Ahnung, Kung Fu Panda oder was weiß ich. Also ihr könnt auch andere Backformen nehmen und das dann da reingießen. Da müsst ihr die natürlich vorher mit Butter so ein bisschen, dass ihr die Cupcakes dann auch da rausbekommt, aber das dann auch nochmal zusätzlich gut. Also Fazit, Potenzial, richtig gut zu sein. Ich habe es noch nicht optimal ausgereizt oder beziehungsweise hinbekommen. Also ich habe es nicht optimal hinbekommen, aber haben echt Potenzial. Also schreibt mir unbedingt unten rein, ob ihr das gemacht habt, wie ihr es gemacht habt, ob ihr ein bisschen variiert habt, ob ihr mal versucht habt ein bisschen Butter in die Erdnusscreme zu machen oder wie ihr sie flüssiger bekommen habt. Ihr könnt mir da bestimmt mega gut Tipps geben, weil ich kenne mich mit solchen Kochgeschichten nicht so gut aus. Und deswegen schreibt mir gerne unten rein, wie ihr sie fandet und so weiter und so fort. Und wenn ihr mir nicht folgt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, weil da machen wir ja immer diese Abstimmung und so. Da könnt ihr mir immer neue Ideen geben. Genau. Und das war's eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Rasiert natürlich den Like-Button. Teilt dieses Video natürlich mit allen, die sagen, ich muss mein Kind vergiften mit Zucker und ich kann keine Low-Carb-Variante von gar nichts machen. Da teilt ihr natürlich das Video und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.